Anger. Mein Name ist René, habe 9. November Bravo Golf von der Firma Lutz Electronics in Grindel. www.lutz-electronics.ch. Ich werde euch heute eine ganz spezielle und eine sehr ausgeklügelte Stromversorgungsstecker-Lösung ein bisschen näher zeigen. Wir reden heute von der Powerpole. Das haben vielleicht die Leute, viele von euch schon gehört, als ihr mal einen ersten Eindruck bekommt. Das sind die sogenannten Powerpole-Anschlüsse. Das ist eine Alternative zu den Bananenstecker und Bananenkupplungen, die man schon lange kennt. Bananen, das ist euch allen bekannt, das sind die Stecker. Das sind jetzt relativ hochwertige Bananenstecker für höhere Querschnitt, schwarz-rot. Und dann haben wir hier auch eine entsprechende Kupplung, eine Weibli-Banane. Also wir sehen schon einmal, da braucht es zwei Sachen. Also ich habe eine Stromquelle. Und die Stromquelle sollte nicht unbedingt gegen aussen metallisch sein. Das heisst, an der Quelle haben wir eine Kupplung. Und wir haben eine Last, einen Verbraucher. Und dort haben wir einen Stecker. Das wäre der Bananenstecker. Und dann stecken wir die Geschichte so ineinander rein. Dasselbe natürlich in schwarz. Wir sehen hier schon einmal ein erstes kleines Problem. Je nach Stecker, den man einsetzt. Ich kann zwar die hier wunderschön bei diesem Fall jetzt zusammenstecken, muss aber schon da vorne schauen, dass ich nicht irgendwie kurz mache mit etwas. Das Gleiche ist hier auf der Seite. Da kommt das Schräubchen raus, wo kontaktiert ist mit dem vorderen Teil. Und hier kommt das Schräubchen auch raus. Dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ich das hier mache. Das tut relativ weh. Und es tut wahrscheinlich so weh, dass es im besten Fall Sicherungen nimmt. Im schlechtesten Fall, dass die Stromversorgung abbleibt, sprich das Netzteil zum Beispiel. Oder bei einem Akku wäre es noch etwas schlechter, wenn er nicht abgesichert wäre. Das ist die Geschichte mit Bananen. Es gibt auch bei Bananen auch Verteilungen. Das ist eine gute Sache. Ich komme hier rein. Da kommt mein Netzteil dran, mein Akku. Und dann habe ich hier vier Verbraucher, die ich anschliessen kann. Und jeder Verbraucher ist separat abgesichert mit einer Sicherung. Das ist an sich eine gute Sache für die Leute, die noch mit Bananen arbeiten. Jetzt gibt es aber eben die Alternative zu Bananen. Und die Alternative, die heisst eben Powerpole. Das ist das, was wir angeschaut haben. Was ist der grosse Vorteil von Powerpole gegenüber von Bananen? Wir schauen einmal den Stecker an. Wir sehen, gegen aussen ist nichts Metallisches. Das ist super wunderschön isoliert. Das ist einmal der erste Punkt. Jetzt sehen wir noch etwas. Wir haben, das sind jetzt Komponenten, wir schauen die noch schnell ein bisschen näher an, später. Wir haben verschiedene Komponenten. Das kann eine Spannungsquelle sein, eine Stromquelle. Das kann Verbraucher sein. Wir haben hier zum Beispiel eine Stromquelle. Das wäre der Akku. Auf dem Akku haben wir ein kurzes Adapterstück drauf und auf dieser Seite haben wir Powerpole. Jetzt könnte man meinen, ja, das sind jetzt Kupplungen. Jetzt gibt es aber bei Powerpole gibt's kein Geschlecht. Und das ist natürlich eine super Sache. Das heisst, ich kann alles ineinander reinstecken. Das ist egal. Wenn ich überall Powerpole habe, passt alles zusammen. Es sieht zum Beispiel so aus, wir haben hier einen Akku. Das ist unsere Stromquelle, die wir haben. Wir haben zum Beispiel hier ein Adapterkabel von Powerpole auf einen aktuellen Stecker, zum Beispiel vom FT991A, vom DC-Kabel vom FT991A von Jesu. Und wenn ich jetzt das FT991 hier an den Akku anschließen will, dann stecke ich hier die einfach ganz einfach ineinander. Und das war's. Dann stecke ich das ein. Es kommt aussen nie nichts dran. Es ist ein weiterer Vorteil. Ich kann das nicht verpolen. Das geht nicht ineinander rein. Es ist vielleicht am einen oder anderen von euch schon passiert, dass man etwas verpolt. Und dann ist in der Regel, geht das nicht einfach glimpflich aus, sondern es gibt in der Regel einen Schaden. Bestenfalls noch die Sicherung, die es nimmt. Aber es gibt je nachdem auch grössere Schäden. Also mit Powerpole, da stecke ich alles zusammen, wie ich will. Und das passt immer. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe weitere Powerpole-Sachen. Das ist natürlich sensationell. Ich habe einen Feuerzüngerstecker mit Powerpole. Das ist sensationell. Jetzt
Ich kann noch einen Schritt weiter gehen. Steckt einfach ein. Das Modell hat jetzt 20 Ampere, was man bringen aus dem Führerzünger aus. Und da steckt irgendeine Last ein. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Superlast. Also eine super gerissene Sache. Das ist ein kleiner Konverter von Powerpole auf USB. Wofür denn? Was ich mein Nachteil laden kann. Also ich sage Smartphone. Wir bleiben ja neutral für alle Provider. Also mein Smartphone kann laden, das 5 Volt braucht. Der kleine Konverter macht 5 Volt. Das heisst, ich stecke das bei meinem Auto ein. Ich stecke das dran. Und da dran stecke ich einfach mein Smartphone, mein Tablet, x etwas. Ich kann natürlich auch das anstatt hier einstecken. Kann ich selbstverständlich auch hier drauf mit dem. Also ich habe meinen grossen Akku, der doch Kapazität hat, stecke mein Konverter dran und dann habe ich meinen grossen Akku zum meinen kleinen Akku nachladen mit 5 Volt. Das ist jetzt eine mögliche Anwendung, eine sehr eine super gute Sache. Wir können noch einen Schritt weiter gehen, wenn ich das verteilen will. Dann gehe ich mit meiner Stromversorgung hier auf den Verteiler zum Beispiel. So, gehen wir hier drauf. Zack. Und jetzt leuchtet es da schon, das sehen wir. Das heisst, die Stromversorgung ist da und die Spannung, das ist in diesem Fall, hat noch eine Spannungsüberwachung drin, ist weder zu hoch noch zu tief. Die ist zwischen 11,5 und 15 Volt, ist das grün und wenn es drunter bzw. drüber geht, wird es rot oder hier gelb. Und das geht mir schon einmal an, mit Spannungsversorgung, ob das Stromversorgung in der Ordnung ist. Da kann ich jetzt verschiedene Verbraucher anschließen. Wir sehen, der Eingang ist mit 40 Ampere gesichert. Das sind ganz normale Stecksicherungen, die man aus dem Auto raus kennt, die ich wechseln kann. Das ist eine 40 Ampere Variante. Und dann haben wir unten die verschiedenen Verbraucher, sie verschieden abgesichert. Einfach im Maximum kann ich miteinander 40 Ampere ziehen da raus. Und jetzt kann ich natürlich auch hier, kann ich neben dem, was ich mein Funkgerät anschließe, kann ich sagen, ja, yeah, jetzt laden wir doch hier noch etwas. Stecken wir den ein, wenn er denn will. Ja, stecken wir ihn ein. So. Und jetzt haben wir hier schon einmal unseren Anschluss zum Laden. Und da haben wir noch so ein ganz gerissenes Adapterkabel. Das stecken wir hier dran ein und dann haben wir hier noch so ein bisschen eine Auswahl von den Wichtigsten. Der Wichtigste, ich nenne jetzt die mal so, ist sicher der Micro-USB hier, der man hier hat, und hier der Lightning von Apple. Das sind so die, die man am meisten braucht. Und jetzt kann ich die Geräte laden, hier drüber. Ich kann natürlich gleichzeitig nebendran x etwas einstecken. Da bin ich völlig frei. Ich kann hier ein Verbindungskabel einstecken. Es hat auf der einen Seite wieder Powerpole, auf der anderen Seite Hotstecker. Kann ich einstecken dran. Ist ja gleich wohl jetzt. Sagen wir mal hier 10 Ampere. Und jetzt gehe ich beispielsweise hier. Ich mache es noch anders. Ich könnte jetzt hier direkt drauf gehen. Mache ich jetzt auch. Und versorge zum Beispiel jetzt hier den KX3. Mit dem PX3. Das ist jetzt eine Kombination, die parat ist für einen Kunden von uns. Tue ich hier laufen. Das sehen wir hier. Das läuft jetzt definitiv an dieser Stromversorgung. Ja. Hier. Jetzt sind wir hier noch am falschen Eingang. Moment, dass man auch sieht, dass das wirklich auch tut. So, jetzt sehen wir hier den PX3. Wunderbar, also ganz grossartig hier. Also sieht man, das können wir jetzt laufen, da wäre Stromversorgung, alles mit Powerpole. Wir können noch weitergehen, wir können sagen, wir wollen die Spannung noch im Blickfeld haben. Stecke ich hier noch, ziehe ich das einfach aus. Und jetzt habe ich hier so ein kleines Wattmeter, auch mit Powerpole. Ich habe eine Source und ich habe eine Load. Load ist die Last. Meine Last wäre jetzt der KX3. Und meine Source wäre hier unser Verteiler. Stecke ich das hier drauf. Wenn es dann wieder will. Also ich kann es nicht verkehrt machen. So. Und jetzt sehen wir hier sogar noch, wenn ich die Kombination wieder anschaue, dann sehen wir sogar noch, als der mir gerade noch anzeigt, wie viel Strom es im Moment braucht,
wie die Spannung ist, wie viel Leistung sie ziehen. Und dann zeigt es hier immer abwechslungsweise zeigen, die Maximumstromaufnahme, die Stromaufnahme pro Stunde und die Minimumspannung, glaube ich, noch gesehen, die Leistung, Watt Peak. Also es ist einfach ein bisschen eine Sicherheit, dass man ein bisschen sieht, was passiert in meiner Stromversorgung. Also das sind so ein paar Möglichkeiten, die man hat damit. Wir haben noch mehr Sachen. Wir haben hier zum Beispiel eine kleine Verteilerschiene, wo ich auch gerade noch die USB direkt integriert habe, sie auch hier gerade laden mit. Wenn ich das im Scheck montiere, ist das je nachdem eine gute Sache. Dann kann man auch gerade noch das Smartphone laden und das Tablet. Das hier so, ist mal eine kleine Übersicht, was es gibt. Und jetzt schauen wir zusammen an, wie man so einen Stecker montiert, beziehungsweise wie schnell so ein Stecker montiert ist. Und dann seht ihr, es lohnt sich, auf Powerpole umzusteigen. Man muss sich nie mehr Gedanken machen, was brauche ich wo. Man steckt einfach alles zusammen. Okay, schauen wir zusammen an, wie das geht. Wir arbeiten eigentlich immer mit den gleichen Gehäuschen. Es gibt die Stecker in drei Stärkenklassen, in drei Stromklassen, drei Maximumströme. 45 Ampere, 30 Ampere, 15 Ampere. Das Gehäuse aussen, das heisst der Stecker, wenn er hier ist, wie wir vorhin gesehen haben, der ist immer gleich gross. Das heisst, ich kann einen 15er, einen 30er, einen 45er reinstecken. Das ist immer gleich gross. Was ist anders? Anders sind die Kontakte, die drinnen im Gehäuse sind. Das ist jetzt die 30 Ampere Variante. Man sieht hier einen gewissen Querschnitt, wo Maximum geht, wenn ich das Kabel rein tue, bzw. die Litze rein tue. Das ist so gross. Wir haben hier noch ein Stück grösser. Seht ihr, hier bringen wir einen grösseren Querschnitt rein. Hier. Das ist für einen 45 Ampere. Das ist ein 45 Ampere Stecker. Und dann haben wir noch die kleinen. Das sind für 15 Ampere. Sie entsprechend für noch dünnere Litzen. Also wir sehen, grundsätzlich ist hier der Querschnitt, der uns zur Verfügung steht, für den Strom zu transportieren, ist bei den kleineren kleiner und bei den grösseren grösser. Jetzt müssen wir mal schnell einmontieren miteinander, dass wir das anschauen können. Wir nehmen hier ein 2,5 Quadrat Kabel oder Litze und nehmen hier 30 Ampere. Jetzt isoliere ich einfach top. Isolieren. Ich schaue, wie viel. Das ist so viel. Das mache ich mit der Hand wirklich so. Und dann tue ich hier mein Messer auf. Mit Vorteil mache ich das vorher, nicht so wie ich. Und dann tue ich das so wie top. Isolieren. So. Und ziehe da drauf. Und jetzt habe ich hier dran nichts kaputt gemacht, drehe die ein bisschen zusammen und dann tue ich da möglichst schauen, dass alle Litzenstückchen drin sind. So, stoss da hier rein. Und dann haben wir hier unsere Krimpzange und hier dürfen wir nicht irgendein Tool brauchen, sondern hier die Original-Krimpzange von Powerwerks. Die ist hier, hat drei Öffnungen, das sieht man, für 15 Ampere, für 30 Ampere, für 45 Ampere. Drei sind das, he? Hoffe, man kann es sehen hier. Dann machen wir die auf. Und jetzt, wenn wir krimpen wollen, ist das ganz einfach. Mit der entsprechenden Stecker in die entsprechende Öffnung rein. So. So. Und dann drücken wir drücken wie ein Stier. So. Dann ist das gekrimpt. Und das hebt. Also ich würde die nicht löten, ich würde die krimpen. Jetzt machen wir den Schwarz auch noch gerade schnell, dass wir zusammen können das nachher dran tun. Nehmen wir hier nochmal dasselbe. Dann legen wir schnell hier oben. Hier messen wir wieder in etwa von Hang. Dann tun wir den hier noch abisolieren wieder. Machen wir genau gleich. Ziehe da hier wieder die Trappe, ohne dass wir etwas verletzen. So. Drehe die ein bisschen zusammen, dass die zusammen bleiben. Und dann tun wir da hier wieder drüber. So. Und dann machen wir hier noch einmal das Gleiche. Wenn er drei will. So, will er. Das ist gut. Ganz bis Anschlag reindrücken, das ist wichtig. Und dann tun wir hier wieder zack. So. Jetzt haben wir den auch gekrimpt. Das hebt. Jetzt müssen grundsätzlich nur noch die Stecker dran. Und die kommen so dran.
der Kontakt, den man sieht, gegen oben und das Bögli auch gegen oben. Und dann schiebe ich den von hinten hier rein und druck, zack, und drin ist er. Und das Gleiche mache ich hier. Nimm den Rot, den haben wir vorhin gemacht. Also hier so machen. Wieder gleich. Kontakt gegen unten. He? So. Und das Bögli auch gegen oben. Gleich wieder Kontakt. Schiebe ich den rein und klicke den ein. Jetzt ist das fertig. Und jetzt schauen wir, dass wir das nicht von den Polen machen können. Also hier haben wir so ein Muster, wo wir sehen, wie die müssen nebeneinander sein. Und die müssen nämlich so sein, nebeneinander. So. Und jetzt können wir die noch aneinander ran tun. So. Schieben die zusammen. Zack. Und fertig ist die Seite vom Kabel. Und jetzt sehen wir, das ist gleich gemacht wie das. Und jetzt kann ich das hier irgendwie wieder dran klemmen. Schauen, dass ich da nicht falsch mache. So. Und habe jetzt hier zum Beispiel Bananen auf dieser Seite. Also man sieht, das ist sehr, sehr, sehr einfach zu krimpen, zu machen, zu tun. Wir haben hier, als ihr das seht, das Powerwerks Netzteil auch, wo natürlich vorne, das ist ein 30 Ampere Schaltnetzteil, das ist sehr gut gefiltert, das hat also nie einen Rückstand in einem Spektrum drin. Ich mache das schnell ein bisschen auf die Seite. Und wenn ich jetzt das einstecken will, gehe ich nur hier drauf mit. Zack. Sehe ich? Das ist eingesteckt, das hebt und fertig. Unten habe ich noch einen zweiten. Hinten hat ich noch Bananenbuchsen. Also das ist so eine mögliche Anwendung. Ich kann das natürlich wieder überall brauchen, wo ich das brauche. Also das ist ein Powerpole. Das ist eine kleine Auswahl von den Möglichkeiten, die ihr habt. Wir haben ein sehr, sehr, sehr breites Sortiment. Das findet ihr bei uns auf der Homepage www.lutz-electronics.ch. Und dort findet ihr es unter stationär, Stromversorgung und dann rechts steht Anderson Powerpole. Und dort findet ihr wirklich ein sehr breites Angebot an Powerpole-Teile und Komponenten, wo alles bei uns ab Lager verfügbar ist. Das wär's gewesen für den Moment. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns natürlich, wenn auch ihr eure ganzen Gerätschaften gleich auf Powerpole umschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.